begrüßen euch Mr. Bronze, Tatzelbrumm und Cutnet. Viel Spaß bei der Übersetzung. Okay, in diesem Projekt geht es darum, eine freie und offene Silicon Production Chip-Herstellungsprozess zu erzeugen. Andreas Westerick ist ein. Die beiden hier auf der Bühne sind sozusagen die Erfinder des Projektes. Begrüßt sie mit uns mit einem großen Applaus. Oh, works, okay. That's Pearl River. Okay. That's what okay. Essentially is all this talk about. Das ist, dieser ganze Talk geht um diese kleine Sache, die Beschreibung, wie wir einen Wafer frei erstellen können und wo wir da mit hinwollen. Ich werde das Mikro direkt an Hagen übergeben, der mit ein paar grundlegenden Konzeptionssachen beginnt. Okay, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen, ihr seid ausgeruht, denn das könnte ein bisschen kompliziert werden. Okay, lasst uns anfangen. Wer wir sind. Letztes Jahr hat David die Aufgabe gehabt, nach freiem Silizium zu gucken, um vertrauenswürdigen Hersteller für eigene Chips zu bekommen. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Man braucht die ganzen Agreements, dass man Sachen öffentlich und offen benutzen kann. Man braucht einen Hocheinheitsraum. Und dann sind wir zum C3 gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen das machen. Ich war nicht im Publikum, aber jemand hat mir später gesagt, schau dir diesen Vortrag an, das ist sehr interessant. Du machst ja schon Chips, also habe ich mich irgendwie mit dem Talk beschäftigt, mit der Aufnahme und habe gesagt, wow, tolle Idee, ich möchte das auch machen. Und das ganze Jahr über haben wir uns getroffen im Mumble. Und einfach nur, weil wir Distanz zwischen uns haben. David ist in Hongkong und die haben dort einen Hocheinheitsraum und ich arbeite aber aus Deutschland. Also haben wir E-Mails ausgetauscht, wir haben in E-Mail-Listen geschrieben, wir haben eine kleine Community aufgebaut und wir hatten einen kleinen Hackathon, um rauszufinden, was wir eigentlich mit unseren Werkzeugen machen wollen, welche Werkzeuge wir haben und wie wir die benutzen können oder sind die überhaupt benutzbar, brauchbar. Und das war im Mai. Und während des Prozesses ist die Gruppe größer geworden und nur zwei von uns haben die Qualifikation gehabt, den Hocheinheitsraum zu betreten. Das ist alles ein bisschen streng, man muss da in Kursen sitzen, man muss Prüfungen bestehen. Und wenn man die Prüfung bestanden hat, dann hat man die Erlaubnis, den Raum zu betreten. Victor, der hier ganz auf der linken Seite ist, und David, haben die Qualifikation, da in den Raum reinzugehen. Deswegen laufen die da rein und produzieren unsere Wafer, die ihr dort gesehen habt. Okay, die Basics. Wir verwenden 5 Volt Technology, Tolerant Technology. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Prozessoren. Aber wir machen es auf eine neue Art und Weise. Wir verwenden Technologie von den 80er Jahren und die Erfahrung von den neuen Technologien. Cloud. Wir verwenden Prozess-Steps, die nicht so geläufig sind. Ein Micron bedeutet auch, wir sind sehr robust gegenüber 5 Volt. 5 Volt ist eine typische.
Versorgungsspannung in den 80ern. Jetzt geht inzwischen die Versorgungsspannung weiter runter, weniger als einen Volt. Aber für Bastler, für Maker, für Hobby-Bastler ist das ein toller Wert, weil man all diese ganzen alten Boards, die funktionieren noch mit 5 Volt. Und wir können diese Voltzahl quasi behandeln. Wir haben also quasi jetzt 2 Voltage-Werte, 2 Spannungswerte für Versorgungsspannung. Wir haben 3 Metall-Layer und wir können Low-Tech machen. Man kann es also benutzen ohne super hochspezialisiertes Werkzeug. Und wir können auch analoge Sachen machen. Das heißt, wir brauchen nicht kleine Strukturen. In den Bereichen, in denen wir arbeiten müssen, ist natürlich irgendwie der Prozess, der ist schon fast, wir haben rausgefunden, wie der Prozess selber funktioniert. Ja, wir können messen und es funktioniert. Okay, jetzt brauchen wir Werkzeug und viele von denen sind sehr alt und nicht unbedingt benutzbar. Wir müssen also das Werkzeug neu erfinden. Und dann brauchen wir Standardzellen und das ist meine Aufgabe. Okay. Ein paar Worte zu Standardzellen. Die sind sehr, sehr üblich. Üblicherweise musst du dein Verilog oder VHDL übersetzen, um es auf Silikon zu bringen. Man braucht kleine Gates, NAND-Gatter, NOR-Gatter und so weiter. Und diese Gates brauchen viele Repräsentationen. Das sind typische Zellen. Nur ein paar davon. Aber denkt mal darüber nach, wir brauchen viel, viel mehr. Und das Design für die Standardzellen sagt, wir müssen quasi fast alle Möglichkeiten abdecken. Wenn man nur eine kleine Auswahl an Zellen hat, dann wird die Netzliste unfassbar groß. Und jedes Gate im Netzplan bedeutet auch eine Verzögerung. Wenn du jetzt eine lange Kette hast, dann hast du eine lange Verzögerung und die Frequenz, mit der du das Ding befeuern kannst, geht nach unten. Also wenn du komplexere Gates hast, dann wird das ein Problem. Und weil das alles schwierig ist, wollen wir mit kleiner Energie arbeiten und trotzdem schnell sein. Und das funktioniert natürlich nicht alles zusammen. Okay, Zellrepräsentation. Wir brauchen es zum Beispiel für die Simulation, für die Synthese, um die Zeitanalysen zu machen, wie ihr es auf der Folie lesen könnt. Und natürlich zur Dokumentation. Das ist eine Menge Arbeit. Wir sind ein kleines Team. Ich bin der Einzige, der mit den Standardzellen sich abgibt. Das normalerweise machen das ganze Teams. Wir brauchen ein Werkzeug für das. Dass die Arbeit für uns abnimmt. Der Zell-Synthesizer heißt Popcorn. Weil, okay, man tut was rein und das wird mehr, mit wenn man das heiß macht. Zurzeit habe ich ein Werkzeug im Repository, das heißt das Techo. Das macht dann etwas, was ich will und brauche, aber noch nicht alles. Außerdem sieht das ziemlich hässlich aus. Ich würde das gerne umschreiben, aber ich habe noch nicht rausgefunden, welche Sprache ich dafür benutzen. Es könnte Rust oder Scheme sein. Ich brauche eine Ansprache. Falls jemand helfen will, bitte. Das ist das Nächste, falls wir mal einen Wafer gemacht und charakterisiert haben. Link für das Repository ist, da kann man jetzt den jetzigen Stand absehen. Es gibt ein Wiki, in dem ich das beschreiben möchte, was ich warum mache. Wir müssen viel machen. Es gibt viel zu tun. Okay. Hallo. Ich schaue mir das grundsätzliche Tooling halt an, das Layout, um die Effizienz zu steigern.
Das ist ein Libre-Silicon-Projekt. Wir schauen uns Open-Source-Tools an. So, zum Beispiel haben wir Yosys, Greywolf, Grouter und andere FPGA-Router. Yosys ist ziemlich gut. Wir können es wahrscheinlich für die Synthese verwenden, aber die anderen Tools haben Probleme und sie haben gewisse Probleme für Silizium. Zum Beispiel sind sie Teil von Qflow. Was ist das, ein FPGA-Workflow ist? So, das Greywolf-Tool kommt ursprünglich aus der Wissenschaft und es hieß dort Timberwolf. Es kommt von mit guten Ideen, zum Beispiel Simulated Annealing. Damit kann man NP-harte Probleme lösen und man hat viele Möglichkeiten, um die extra harten NP-Hard-Problems zu lösen. Aber sie haben sehr schlechte Implementationen, zum Beispiel Inline-Syscalls. Es ist auch in C und bla. Q-Router ist eigentlich ziemlich gut. Es kommt aus 2011 von Tim Edwards. Es ist sehr oft verwendet für FPGA-Enthusiasten. Aber es ist nicht bereit für Silizium. Es ist speziell nicht bereit für unser Projekt, wo wir müssen viel C-Code für die Router schreiben. Und anscheinend ist es noch nicht parallelisiert. Wenn man zum Beispiel Place and Route in der Cloud machen möchte oder wenn man moderne CPU-Architekturen verwenden möchte, dann wird das schwierig. Oder auch mit Sequential Routing zum Beispiel. Außerdem fehlt noch, in meiner Meinung nach, ein wichtiger Aspekt. Wir produzieren Wafers im Fab Lab. Das ist, warum wir brauchen einen Beweis, dass unsere Algorithmen korrekt sind. Und ja. Es gibt außerdem noch andere Tools, die sind proprietär, zum Beispiel Bonroot. Wir können sie nicht forken, aber wir können davon lernen, zum Beispiel Bonroot. Bonroot wird von IBM verwendet. Cadence Suite ist von Intel und Alliance Tools wird verwendet von der französischen Wissenschaft. Sehr, sehr Unix-artig. Es hat ein großes Set von kleinen Tools, zum Beispiel um File-Formate zu konvertieren. Du kennst sicher das Problem. Man hat, wenn man solche Sachen macht, sehr viele File-Formate und es gibt dann viele File-Format-Transformatoren. Wenn man zum Beispiel Place and Route machen möchte, dann hat es sehr gute Integration für Silizium. Das gibt es natürlich nicht automatisch mit Tools, aber da stehen Menschen dahinter, zum Beispiel Intel oder IBM. Das ist ein Beispiel für einen großen Chip. Packst du? Glaubt ihr, dass das mit Automatisierung gemacht worden ist, mit Industrie 5.0? Nein. Nein, das ist alles von Hand gemalt, also mit Manpower gemacht. Das haben wir gerade nicht. Also der Stand der Technik ist, man benutzt also viel Handarbeit, Manpower. Was du machst, ist, man macht das Platzieren und das Verdrahten, Place and Route, auf verschiedenen Hierarchieebenen im Entwurfsprozess. Man platziert die Komponenten, also Floorplanning, man macht Floorplanning und dann Global Routing, also globale Verdrahtung von Funktionsblöcken. Also auf einem Schachbrett also die grobe Verdrahtung machen und dann auf den einzelnen Quadraten wird dann sehr detailliert geroutet. Da kommen dann die ganzen Beschränkungen, Constraints ins Spiel.
Und da gibt es auch einen Korrektheitsanspruch, ein Aspekt. Also man kann das nicht beweisen, dass das korrekt ist, und das ist alles auch nicht sehr parallelisierbar. Wir sind also immer noch mit sequentieller Verarbeitung beschränkt. Es gibt also keinen Parallelismus. Wir schlagen vor, das Place and Route für große Chips nicht zu machen, sondern einen großen Chip in kleinere Einheiten runterzubrechen, eine Komponenten- oder Subcell-Hierarchie zu bauen und dann die kleinen Komponenten dann zu verdrahten und gleichzeitig und dann wieder zu verwenden und dann eine Baumstruktur haben, indem man nur die Komponenten implementiert, die man braucht. Wir schlagen auch vor, Satisfiability Theory, Modulus-Löser, also eine erste Order, Logik erster Ordnung, bei der man Beschränkungen haben kann, wie man die Komponenten platzieren muss, dass sie sich nicht überlappen. Das ist das einfachste Beispiel. Wir möchten auch parallelen deklarativen Code haben am Ende. Wie ihr sehen könnt, haben wir ziemliche Meinungsverschiedenheiten mit Akademie und mit Universität und Industrie. Wenn man einen Halbleiter realisieren will, dann muss man viele NDAs, also Veröffentlichungsabkommen treffen. Das heißt, also Platzieren und Floor Planning sind verschiedene Probleme, die man zu verschiedenen Zeiten im Prozess erledigen muss. Und alle Komponenten, also wie NAND-Gatter oder Register, werden alle gleich behandelt. Es ist nur wichtig, dass man erst das Floor Planning, also die Platzierung machen muss, und dann wird verdrahtet. Und wir schlagen vor, dass Platzieren und Verdrahten das gleiche Problem ist und dass Register verschieden sind von Volladdierern. Die Partitionierung, also die Flächenpartitionierung von einem Wafer ist, also das heißt Floor Planning. Und das bedeutet, dass man dann eine Baumstruktur hat, die dann so geschnitten ist. Dann wird also der Wafer in kleinere Teile zerstückelt und die folgenden Schritte werden also aufgrund vom Placement gemacht. Und was wir vorschlagen, sind Subcell-Unterzellen-Hierarchien. Die sind entweder explizit als Unterzellen. Also Rocket Chip ist sehr modular. Da gibt es verschiedene Verilog-Module, die man benutzen kann und die dann platzieren und verdrahten kann. Es hat auch implizite Unterzellen. Zum Beispiel ein Volladdierer, der zusammengesetzt ist aus 1-Bit-Addierern. Und man kann also die 1-Bit-Addierer platzieren und dann kann man platzieren und verdrahten und dann bekommt man einen Volladdierer. Das ist ein Beispiel. Ich zeige euch jetzt einen Baum in ein paar Folien. Parallelismus ist also sehr wichtig für uns. Bonraud macht viel Forschung, um ein mathematisches Modell zu haben für Gleichzeitigkeit geteiltes Speicher. Q-Router ist die Open-Source-Alternative, hat nichts dergleichen. Ist einfach jenseits deren... Also wir schlagen vor, also ein Map und Reduce, also Map und Reduce von Software-Ansatz. Ich erwähnte, gibt es explizite Unterzellhierarchien mit hoher Modularisierung. Und es gibt implizite Hierarchien mit kompressionsartigen Algorithmen,
was X-Lining macht im Gegensatz zu Inlining. Es ist auch darum, die neu gefundene Hierarchie zu erhalten in den Compiler-Interfaces. Das ist keine von Neumann-Architektur, wo es Sinn machen würde, viel Code zu inlinen. Komponenten wieder zu verwenden im Code, softwaremäßig. Das ist ein Teil des Rocket Chips. Der System Bus ist eine Komponente eines sehr modularen Chips. Es besteht aus verschiedenen Simple-Lazy-Modulen und diese Module sind wiederum von anderen Modulen komponiert und man hat viele Queues. Und auf der linken Seite sieht man, wie oft es verwendet wurde. Zum Beispiel Q15 ist 5-mal verwendet worden. Das ist nur die explizite Hierarchie, wie das von den Entwicklern gemacht wurde. Wenn man zum Beispiel Kompressionsalgorithmen anwendet, kann man mehr Leaves bekommen, um noch modularer zu werden. Zum Beispiel Leaf 1. Bei Leaf 1 sieht man, dass es aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt ist. So, man verdrahtet und positioniert dieses grüne Leaf einmal und dann kann man das auch in anderen Teilen des Chips wieder weiterverwenden. Jetzt möchte ich über ein sehr einfaches Optimierungsproblem sprechen. Was wir brauchen für den Prozess ist Komponenten. Und wir brauchen Netze, um diese Komponenten zu verbinden. Und diese Komponenten sind rektilineare Geometrien. Und die Netze sollen mit den Pins überlappen. Die Items sind das Layout, die maximale Drahtlänge, den Wire Count. Möchten wir Vias, also sind Übergänge von einem zum anderen, die Anzahl der Überkreuzungen ist für Software wichtig, nicht so sehr für Silizium und die Ecken in den Kabeln, in den Drahten möchten auch noch minimieren. Optimierungsprobleme 2018 möchte von der Boolschen Satisfiability möchte man da eine Abstraktion machen. Es gibt da also schöne Theorien, die heißen Satisfiability Modulo-Theorie. Man möchte das also erster Ordnung machen und das in einen Lösungsprogramm tun. Also da gibt es verschiedene, zum Beispiel Z3 von Microsoft und dann kann man also von vielen, unter vielen Produkten von Universität und Industrie auswählen. Nur kurz eine Erinnerung, was Boolean Satisfiability ist. Möchte da also einen beweisen, dass dieser ganze Ausdruck wahr ist und mit der Satisfiability macht man das Ganze nicht mit Boolschen Variablen, sondern mit ganzen Zahlen. Also Integer sind der interessanteste Fall. Zum Beispiel mit Surface-Mounted Technology. Wenn man da ein rechteckiges Bauteil hat, einen kartesischen Koordinaten, also mit links unten der Koordinate und rechts oben den Punkt hat. Und wenn man das... Wenn man dieses Problem hat, dass man nicht möchte, dass sich diese Rechtecke überschneiden, dann hat man Rechteck A und Rechteck B, muss diese Koordinaten definieren. Dann braucht man eine Proposition, die wahr sein muss und die Proposition,
die sagt, dass die nicht über, dass diese Rechtecke nicht überlappen. Da gibt es also diese Bedingungen. Die obere Hälfte stellt sicher, dass das die richtigen Dimensionen hat, und die untere Bedingung sagt, dass das nicht überlappt. Man stellt sicher, dass man dass der linke Punkt des rechten Rechtecks nicht weiter links ist als der rechte Punkt des linken Rechtecks. Einen letzten wichtigen Punkt, den ich machen möchte, dieses Framework, was wir erstellen wollen, dass es nicht auf das Vererbungsmodell basiert, das wir in den Prozessschritten jetzt gerade sehen, sondern wir wollen die Kombinationen miteinander kombinieren. Die Anschlüsse, die Problematik der Anschlüsse und die gesamte Kette soll in formaler Logik formuliert werden, sodass man dann verifizieren kann, dass es stimmt und nicht in die Luft fliegt. Wie man hier sehen kann, ich habe irgendwie viele NP-schwere Probleme miteinander kombiniert, aber ich glaube, wir können das managen, wenn wir nur sehr, sehr kleine Zellen haben. Also wir bleiben einfach hier und machen das nicht für sehr, sehr großen Chips, sondern wir machen kleine Chips. Und dann benutzen wir kleine Chips, die wir mit anderen kleinen Chips zusammen verbinden. Der Silikonkompilierer ist die Hälfte des Maximums, und das andere ist, den Prozess richtig hinzubekommen. Und dafür haben wir David und Victor. Bitte. Okay, vielen Dank für die Übergabe. Als allererstes, da gibt es einen Haufen Fragen, warum nach Hongkong? Warum soll das irgendwie der richtige Platz sein, das zu machen? Das liegt an der Geschichte. Wie zum Beispiel der C64 wurde in Hongkong gemacht, und die Chips aus den ersten Macintosh sind in Hongkong gemacht. Und da gibt es die Herstellungsfabriklinien, und mindestens einer davon ist noch verfügbar. Außerdem gibt es dort ein sehr fortschrittliches Labor, das NFF, die Nanofabrik-Räumlichkeiten. Und die sind freundlich genug gewesen, uns ihre Räumlichkeiten nutzen zu lassen, um diesen Prozess zu entwickeln. Da ist noch ein Aktor, RCL Semiconductor, die sind sehr, sehr offen mit der Idee, freies Silikon in Massenprozess herzustellen. Ja, okay, also zusammenfassend könnte man sagen, wir haben fortgeschrittene Labore dort. Da gibt es Fabriken, die verfügbar sind. Wir können es leicht exportieren. Das gibt alles schon Kanäle, die schon existieren. Und allgemein kann man dort einfach entspannter leben. Ich mag keine negativen Temperaturen. Okay, unser Prozess. Es ist etwas monströs. Es ist sinnvoll, das eins nach dem anderen anzugehen. Wir versuchen jetzt gerade Standard CMOS mit Frequenzoptimierung hinzubekommen. Wir haben schon Teststrukturen für Hochvolt-MOSFET-Transistoren, Zener-Dioden, Bipolar-Transistoren, Flash-Zellen, Polysilizium-Widerstände und Metallkondensatoren. Wir versuchen das in den nächsten Monaten zum Laufen zu bringen. Wenn wir den Prozess entwerfen. Normalerweise, wenn man einen Prozess entwirft, man guckt die Maschinen an, man sieht, was die Maschinen tun können, was deren optimaler Betriebsmodus ist.
Man schaut, also was man für einen Wafer hat, und dann schaut man, macht man einen kleinen proprietären Prozess da drauf. Man schaut auf die Maschinen, jetzt schauen wir an die Maschinen an, was können die machen. Wir schauen, dass es portierbar ist, dass es nicht spezifisch für das, für die Geräte sind, für unsere Ausrüstung ist, nur weil wir bestimmte Maschinen haben, die ganz tolle Sachen machen können, die aber exotisch sind, dann sollten wir das nicht benutzen, sondern sollte so portierbar wie möglich sein. Wir versuchen Nassätzen, wann immer das möglich ist, dass man das einfach in seinem Keller machen kann und dass das Jerry Ellsworth in der Küche kann. Und wenn Heisenberg also etwas weniger Gefährliches machen will, also Halbleiter oder im Innovation Hub Hamburg, gibt es auch einen improvisierten Reinraum. Das ist also ein Querschnitt. Das ist noch nicht unsere letzte Version, aber man sieht dann einen Querschnitt, theoretisch, wie man das auf GitHub findet. Das ist alles in den unteren Veröffentlichungen. Alles, was wir, alle unsere ganzen Charakterisierungsmessdaten sind in GitHub. Das ist das Layout von den kleinen Quadraten auf dem Wafer da. Und die Teststruktur nehme ich an. Man sieht den Apfel in der Mitte. Da gibt es ein schönes Python-Skript, das ist das GDS2, also das Ausgabeformat, dass man da irgendein Bild nimmt, ein PNG, und das macht ein kompatibles Layout draus. Also es ist ein Metal-3-Layer. Also wenn man Kunst auf Silizium machen will, dann eignet sich das dafür. Da kann man zum Beispiel Ohrringe machen. Macht nichts, solange er uns die Quadratmillimeter bezahlt, kann man da Bilder auf Silizium machen. Das war das Herstellungsproblem. Jetzt muss man das Ganze debuggen, dass man das prozessieren kann. Das nächste ist, man muss den Prozess, die Foundry, kalibrieren. Da gibt es was in Clearwater Bay. Da muss man zu RCL gehen, zu der Firma. Die haben die Maschinen. Dann muss man das Perlfluss-Layout zu denen schicken, und dann muss man das den Prozess mehrmals laufen lassen. Da muss man die Verstärkung, das Beta von den Transistoren feststellen, und den Widerstand der Verdrahtung muss man feststellen. Und wenn man das portabel machen möchte, dann dass man da einen Chip bei NFF Prototyp machen kann und dann bei RCL fertigen lassen kann. Oder in einer anderen Fab in Shenzhen oder sonst wo machen kann, dann muss das, wenn das alles neu ist, wenn da neue Features sind, wenn es da neu, also eine neue Version der Pearl River Test Wafers gibt, dann gehen wir das auf GitHub, und dann kann man das benutzen und Prozesse kalibrieren. Wie funktioniert das? Normalerweise hat man da so eine Fotomaske. Das haben wir nicht mitgebracht. Das ist also im Reinraum. Und der Staub könnte die Mikrostrukturen zerkratzen. Also da muss man das dann nachher stundenlang wieder sauber machen, wenn man dann zurück nach Hongkong zurückgeht. Das mag ich dann nicht mit dem ganzen Jetlag, dass ich das wieder putzen muss. Das ist das Bild dieser Maske. Diese Masken sind normalerweise Stepper oder Aligner spezifisch, also wenn man keinen Stepper hat, muss man direkt transferieren, direkt übertragen.
dann braucht man den Chip in der Größe, die man in der richtigen Größe braucht. Dann muss man die Maske dann da drauf drücken und dann muss man das entwickeln. Das ist ziemlich, also das ist durcheinander, es ist chaotisch. Man kann das machen, man kann das belichten. Wir können das auch in Hamburg machen, in einem Universitätslabor. Man braucht bloß ein gutes Ultraviolettlicht. Wir haben etwas in Hongkong etwas bessere Technologie als in Hamburg. Das ist ein Beschichter. Das ist das gibt einen automatischen Resist da drauf, einen Fotolack drauf. Links ist die Kassette, wo man dann 25 Wafer reintut und rechts hat man einen Empfangsslot. Dann saugt das die Wafer eins nach dem anderen durch, macht die ganzen Prozesse, also Softbacken und dann wird das belichtet, wird entwickelt und dann nochmal gebacken. Es gibt zwei Sorten Fotoresist. FH600L für die Implantation muss manuell eingegeben werden. Dann kriegt man 10 Sekunden, dass man das da manuell reingibt. In beiden Fällen macht das nicht so viel aus, weil die Dicke des Resists hängt von der Drehzahl der Zentrifuge ab. Man muss da ungefähr 2/3 des Wafers bedecken und dann wird das irgendwie mit der Zentrifuge draufgeschleudert und das extra Material geht weg. Man muss die Drehzahl kontrollieren. Beim Nassätzen zum Beispiel, beim HPR 504, muss dick genug sein, dass das selektiv ist, dass beim Ätzen, dass das Polymer nicht weggeätzt wird, bevor man die Strukturen geätzt hat. Und das gleiche gilt für die Implantation. Es kann hohe Temperaturen aushalten, dass man einen Implantierer benutzen kann. Okay. Danach wir es belichtet haben und entwickelt haben, sieht es so aus. Das ist unser Anpassungsklotz für den optischen Schrittmotor. Und dann hier sehen wir eine der Strukturen. Okay. Die N-Wanne, die P-Wanne. Ich muss mich beeilen, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Sorry. Das ist ein Bild nach der Entwicklung der Maske. Man hat überall Widerstand, außer in diesem Kreuz und diesem Streifen. Das ist das Silikon, wo wir Sachen hinbauen. Okay, wir belichten es und bauen die Teile drauf. Dasselbe für die P-Wanne. Nach dem Widerstandsstreifen kann man es für 4 Stunden in ein Bad geben. Wo kommen die 4 Stunden her? Wir haben die Fixgleichung und die sieht ungefähr so aus wie die Laplace Hitzekonduktion. Da gibt es schon nette Lösungen, wenn man zum Beispiel mit Phosphor arbeitet und worum. Die haben die Eigenschaft, dass sie die tolle gleiche Konstante für das DE haben. Wenn man dieselbe Temperatur hat, dann kann man für Phosphor und Bohr dieselbe Temperatur verwenden. Man kann sie also nebeneinander platzieren und einmal in den Ofen packen und es wird gleich tief werden. Deswegen benutzt man diese beiden Materialien. Das ist eine Möglichkeit. Damit kann man dann Oberflächen dotieren für die Schwellwertgleichung. Da will ich auch irgendwie schnell durchrasen. Diese Gleichung hier mit dem Hintergrund dotieren ist ein bisschen viel.
man hat hier den natürlichen Logarithmus. Und neben dem sieht man noch die Hintergrunddotierung in der Wanne und man kompensiert die Donatoren und die Akzeptoren. Der absolute Unterschied zwischen den Werten ist bedeutsam. Die Schwellwertgleichung ist eigentlich ziemlich einfach und es ist für PMOS und NMOS quasi gespiegelt. PMOS ist basierend auf einer N-Wanne und NMOS ist basiert auf der P-Wanne. Okay. Was den Schwellwert kontrolliert, normalerweise, ist das Dotieren hier. Die Donoren und beziehungsweise die Akzeptoren. Das Oxid ist prozessbasierend, aber es kann sich ändern. Dann bekommt man Flash. Sonos steht für Silizium. Oh, zweiter. Hier ist der Standard noch einmal. Hier ist der NMOS-Standard nochmal. Man hat ein Sandwich. Statt einem normalen Oxid-Schicht hat man Nitrit, Oxid und Nitrit. Die Oxidschichten sind Kaltolloxide. Der Trick ist, dass mit einer groß genug Energie kann man die Elektronen durch das Oxid tunneln. Und dadurch wird der Schwellwert überschritten. Und wenn man... Das ist wie die normale Flash, wie das Flash geht, funktioniert. Nachdem man die Wannen aus dem Furnace bekommen hat, Okay, wir benutzen eine Technologie, die viel später entwickelt wurde, nachdem ein Mikro schon raus war. Die heißt STI. Genauso wie CD-Site, um Gates zu reinigen. Okay, hier sind ein paar Bilder. Wir haben das hier geätzt im Labor. Diese Inseln, die alles drumherum, was nach unten geht, sind quasi die Schluchten, das sind die Gates zwischen den Wannen. Also wir isolieren die voneinander. Die Empfängung ist ziemlich einfach. Entweder man hat einen Plasma-Etcher rumliegen oder man hat halt, vielleicht hat man ja das Geld, das von eBay zu kaufen. Oder man kann Tetramethylammoniumhydroxid benutzen. Man muss es irgendwie mit deionisiertem Wasser vermischen, dann erhitzt man das auf 80 Grad Celsius und dann packt man den Wafer für 6 Minuten rein und dann kriegt man auch die Strukturen. Metall ist einfacher. Die Metallverbindungen für den Ringoszillator haben wir hier gemacht. Wir haben es im Vakuum geätzt. Und 100 Nanometer Aluminium und 30 Nanometer Titanium. Und dann man ätzt in das Aluminium und dann hat man die Kabel. Ich überspringe das, das ist nur die Verbindungen. Ich werde bald Videos machen, wo ich da durchgehe, so eine Art täglicher Videoblog, dann kannst du das irgendwie sehen. Hier sieht man zum Beispiel, das Oxid hat eine andere Farbe, unterschiedlich vom Blickwinkel. Okay, und hier sieht man
unsere Topologie-Tool-Messwerte. Man sieht hier ein Mikron. Man sieht hier die Höhenunterschiede. Und ein Mikron ist nicht genug. Wir wollen keine scharfen Kanten. Wenn ich zurück in Hongkong bin, müssen wir nochmal 2 Mikron drauflegen. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr hier ins GitHub gehen. Victor, das ist er und ich. Wir haben das bisher gemacht. Es sind nur 2 Wochen, weil es sehr viel Zeit gedauert hat, all die Masken herzustellen. Und wir haben schon so viel, also bleibt bei uns. Wir haben so viel rausgefunden in den letzten 2 Wochen und es sollte nicht mehr lange dauern, bevor wir dann die Feature beenden können von Pearl River und dann Modelle kreieren können mit dem Popcorn. Und dann können wir altes Analogzeug machen und MCUs bauen. Das ist das Erste, was wir machen wollen. Wenn wir die Features von Pearl River rausgefunden haben, mit viel, viel Glück von der Göttin. Das ist eine Discordia-Figur, die ist wirklich billig auf eBay. Das ist dann Übersicht über die Features. Wir möchten einen RISC-V Microcontroller bauen. Und weil es nicht geglaubt wird, dass Leute da sowas kaufen wollen, bitte füllt unser Survey aus. Okay, das ist also letzte Folie. Vielen Dank. Es ist etwas überzogen, aber Entschuldigung. Thank you for the talk. Ja, das ist nochmal die Survey, also die Umfrage. Survey Silicon. Es ist Zeit für Fragen. Es gibt ein Mikrofon in der Mitte, eins auf der linken Seite von der Bühne. Wir nehmen Fragen. Es gibt schon eine Frage von Mikrofon Nummer 2. Vielen Dank für den interessanten Vortrag und die ganzen Entwicklung, die ihr macht. Ich frage mich, habt ihr Zeit gehabt, um eure Transistoren jetzt bis jetzt zu testen? Und plant ihr eine analoge Simulationsmodelle zur Verfügung zu stellen? Das ist in den nächsten 2 Wochen, nachdem wir aus Hongkong zurückgekommen sind, ist vorgesehen. Wir wollten eigentlich schon was für einen Kongress fertig haben. Leider wurde uns gesagt, dass Donnerstag und Freitag die NAS-Stationen abgehängt wurden wegen Wartung. Wir hatten also schon Wafers und Isolationsoxid drauf, aber wir haben keine Zeit gehabt. Also nur mit Polysilizium und ohne Metall kann man da noch nichts charakterisieren. Okay, die Frage, wie ich das verstehe, war in Richtung Simulation. Wir würden das gerne alles messen, was wir probieren. Wir möchten also dann am Ende SPICE-Modelle haben, damit man analoge Simulationen damit machen kann. Wir möchten diese Technologie für analoge Design benutzen. Ein Mikron Struktur ist groß genug für analoge Schaltungen. Analoge Schaltungen sind dafür bekannt, riesige Transistoren zu benutzen, also 20 bis 50 Mikrometern. Wir brauchen die kleine Technologie für analog nicht. Also für analog ist das ganz durchaus möglich. Aber wenn man analog Sachen in einer konventionellen Technologie benutzen möchte, dann ist das nicht transferierbar, weil man die ganzen Non-Disclosure Agreements unterschreiben muss, weil die nächste Fab hat ein anderes Entwicklungskit und dann muss man die ganzen Strukturen von einer Technologie auf die andere übertragen. Wenn man eine Technologie hat, die man von einer Fab zur nächsten benutzen kann, Dann ist das gut, weil dann kann man nämlich das analoge Design von einer Fab für die nächste Fab benutzen. Ja, wir möchten analoge Technologie unterstützen. Wir müssen das messen.
wir müssen die Dokumente schreiben, wie man die Sachen misst, und dann müssen wir das auf Spice übertragen, dass dann jeder das Wissen benutzen kann. Ja. Habt ihr eigentlich Pläne für Open Source Maskenproduktion? Ja, haben wir. Das Problem ist aber, wie ich vorher erwähnt habe, wenn man eine optische Maske hat für einen Stepper, dann ist das sehr herstellerspezifisch. Wenn man eine Direkttransfermaske haben möchte, dann ist das nicht so das Problem. Sam hilft da wirklich im Labor. Der betreibt den Laserstepper. Wir reden mit den Leuten an NFF. Die helfen uns wirklich sehr. Und jetzt, dass wir mit RCL reden, dann haben die also Laserscriber. Damit kann man dann Masken produzieren längerfristig. Das ist eine der Sachen, die ich machen möchte. Ich möchte optische Masken für Belichtung produzieren. Eine Frage, noch eine Frage von Mikrofon 2. Ja, vielen Dank. Was wäre nötig, um eine Fab zu bauen? Was würde das so kosten? Kann man da Do-It-Yourself Biohacking machen, indem man das Tooling, also die Werkzeuge, sehr viel billiger macht? Seht ihr sowas in der Zukunft? Ja, zum Beispiel. Ich habe den Prozess so gemacht, dass man das meiste, also das Oxidwachsen und so weiter, die Deposition, also alles mit dem Ofen machen kann. Dass das alles Nassätzen ist, dass man das mit der Nassätzen machen kann. Ja, es gibt das Video von Jerry Ellsworth, die den Chips in der Küche macht. Gibt es auf YouTube, ja. Also, die arbeitet da mit Flusssäure, und da braucht man also normalerweise Qualifikation. Jerry, die macht das einfach in der Küche mit Flusssäure. Es ist eigentlich nur dazu da, um die Versicherungsprobleme zu vermeiden. Also, es ist nicht so gefährlich. Man kann das probieren, man kann das daheim machen. Der Prozess, den wir da gemacht haben, ist so trivial. Es gibt da also auch einen Zweig, der heißt Super Low Tech. Da ist mehr Forschung und Entwicklung, aber ihr könnt helfen, die letzten Details rauszufinden. Also kauft einen Ofen von eBay, tut den in die Küche und macht. Probiert das in der Küche, macht einen GitHub-Pull-Request, und wir sind wirklich glücklich. Und den Ofen kriegt er von eBay. Mikrofon 1 wieder. Ihr habt jetzt über das analoge Technologie geredet. Das ist ja viel mit NDAs geschützt. Habt ihr versucht, das, wenn ihr das versucht, selbst rauszufinden, erzeugt ihr ja Konkurrenz. Also ich hatte nette Gespräche und Telefongespräche und E-Mails mit dem Besitzer von der Fab und auch in Shenzhen. Ich habe ihn letztens gefragt, ist es okay, wenn ich eure Informationen benutze und Werbung für eure Fab mache? Also der möchte wirklich Libre Silicon haben, weil jede Fab Geld investieren muss, um sehr viel proprietäre Prozesse zu machen. Und die Lizenzen sind proprietär von einer Firma, und dann müssen sie Forschung und Entwicklungskosten entwickeln und intellektuelles Eigentum produzieren. Libre Silicon löst das Problem für die Firmen, weil alles auf GitHub ist, und das ganze geistige Eigentum ist halt auf GitHub. Da müssen die nicht investieren,
dann müssen die keine IP-Cores mehr entwickeln, sondern das ist jetzt alles Open Source. Dann können die IP-Cores benutzen und dann können die einfach Silizium herstellen, wo sie am besten her sind. Das ist nur für die kleinen Foundries interessant. Es gibt also welche in Indien auch. Die großen Foundries, die mögen das nicht so. Die haben die Tendenz. Die großen Firmen sind ungefähr so manövrierfähig wie ein Riesenfrachter oder Tanker. Da muss man dann also erwarten, dass da die Rechtsabteilung denen, also uns den Arm verdreht. Und die lachen einfach über solche Sachen. Noch zwei Fragen? Noch zwei Fragen, dann haben wir keine Zeit mehr. Mikro 2. Warum habt ihr euch für die Zwei-Wann- und nicht den einwandigen Prozess ausgesucht? Das ist ein sehr guter Frage. Das hat mit der Portabilität zu tun. Wenn man unterschiedliche Hersteller hat, die Substrate auftragen und manche haben vielleicht einen endotierten Substrat und bei den Zwei-Wannen bauen wir auch. Also wir haben gestapelte Wannen in den N-Wannen und P-Wannen. Ein, zwei Pentagon-Wannen, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Und es geht eigentlich nur darum, dass man das Sortieren von N- und P-Substrat so schieben kann, dass man den Anforderungen genügt, die physikalische Anforderungen der Fabriken haben, egal woher das Substrat kommt oder ob das aus Großbritannien oder Taupo kommt. Okay, die Sache ist, wir schauen vorher auf eBay nachgeschaut und geguckt, welche Wafer können wir bekommen. Netterweise unterstützt uns NFF mit Wafern, aber wenn man bei eBay oder Alibaba schaut, dann kriegt man unterschiedliche Wafer mit unterschiedlicher Dotierung. Und wenn man etwas baut, zum Beispiel wir machen nur eine N-Wanne, dann müssen wir sehr auf das P-Substrat verlassen. Und damit wir die Schwierigkeiten vermeiden, machen wir einfach zwei Wannen und wir dotieren unser eigenes Zeug da rein. Wir müssen uns nicht auf den Wafer oder auf das Substrat selbst verlassen. Das ist der springende Punkt. Und die letzte Frage von Mikrofon 2? Okay, wenn du deinen fertigen Schaltkreis hast, wie packst du das und verbindest es? Also wie kommt das auf die Schaltplatine? Okay, wir haben ein Bonding Setup bei Taipo, das wir gerade in Hongkong benutzen können. Und wir haben ein paar Leute, die uns das Packen organisieren. Und die auch die Tests nach dem Packen machen. Wir haben also ein schönes Bonding Pad Design. Das hat einfach überhaupt nicht mehr in den Vortrag gepasst. Ich habe sowieso schon überzogen. Aber es absorbiert den physikalischen Stress des Bondings. Es ist Aluminium mit Titanium überzogen, sodass man bessere Eigenschaften hat. Es sollte kein solch großes Problem sein und wir haben viele Fabriken, die schon uns versprochen haben, dass sie uns helfen werden. Es ist also eher die Frage, welche dieser Optionen wir wählen werden. Eine kleine Anmerkung, wenn du ein ganz besonderes Packaging ein Häuser haben möchtest, dann schreib uns eine E-Mail. Wir denken darüber nach, welche Varianten wir anbieten. Aber wenn du sagst, da gibt es was Bastler sehr häufig benutzen, dann bitte meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail. Vielen lieben Dank für den Vortrag. Das war der Vortrag zur Libre Silicon von Leviathan, Chipford, Froschwart und Lanswelt Technology. Vielen lieben Dank. Und damit verabschieden uns aus der Übersetzerkabine Natkat.